Und damit herzlich willkommen zurück hier bei Daisy Standalone im Survival-Modus. Wir versuchen mal wieder so lange wie es geht zu überleben. Und mal gucken, wie uns das gelingt. Oh, eine Machete, die nehmen wir natürlich mit. Die kann auch nützlich werden. So, warum es jetzt die ganze Zeit keine Daisy-Folgen mehr gab? Das liegt einfach daran, was ist denn das hier? Moment. Ein Spotter. Ach komm, was soll's. Besser als nichts. Das lag einfach daran, dass ich richtig abgefuckt von Daisy war. Mittlerweile ist ja der 0.61er Patch raus. Ich war richtig, Daisy hat mich richtig angekotzt. Und zwar, als wir in, ich und der Koska in Tscherno PvP gemacht haben. Das Ganze habe ich auch aufgenommen, es war alles gut. Nur wir sind dann verreckt, aber gestorben, wie wir gestorben sind halt, das hat mich tierisch angekotzt durch einen Bug-User. Es gibt halt einen Daisy-Bug oder es gab einen Bug, ich weiß nicht, ob sie den gefixt haben, dass man unter der Map schwimmen konnte. Man hat dann ein Schwimmgeräusch gehört und du bist dann unter der Map geschwommen und man konnte dich halt überhaupt nicht treffen. Das war halt wirklich total asozial und dann hat der Typ halt auch noch gehackt und so weiter und so fort. Willkommen in Berenzino. Daisy leckt mal wieder. Und das hat mich so tierisch aufgeregt. Ich meine, wenn ich gekillt werde, gut und schön, dann ist es meine eigene Schuld. Oder wenn ich... oder der war einfach besser und hatte besseres Equip oder sonst irgendwas. Oder hat einfach besser gespielt. Ja gut, dann kann ich sagen, gut, scheiß drauf, ich bin gestorben. Meine Dummheit. Aber so, dass dich so einer killt, der einfach einen Bug ausnutzt und... nee, das nervt einen total. Und da hatte ich auch zeitlang keine Lust mehr auf Daisy. Und habe einfach nur noch für... Vor allem hatte ich keine Lust, das Ganze aufzunehmen und hochzuladen. Und ich habe es dann ab und zu so für mich gespielt mit einem Kollegen. Aber ich hoffe, dass es jetzt durch den Patch endlich gefixt wurde. Und man diese ganzen Bugs nicht mehr benutzen kann, weil es fuckt wirklich schon ab. Da willst du ein bisschen PvP machen. Und dann kommt irgend so ein Spaß da und meint, er müsste Bug usen, weil er nichts drauf hat und nichts kann in seinem Leben. Und sich dann cool fühlt, weil er andere Leute weghackt und buggt und was weiß ich alles. Ich habe dann halt auch nochmal gezackt und dann war halt auch ein Cheater da und mit einer Aura, wo du einfach deine Waffe droppst und ja, sowas halt alles in Daisy. Und ich verstehe es einfach nicht. Es nervt einfach nur ab. Es ist ein Survival-Game. Normal, es geht halt einfach darum, aua, überleben. Jetzt krieg doch die Backen. Komm her. Jetzt geht's auf die Kaule, du Arsch. So, es geht einfach darum zu überleben. Dass dann irgend so ein Spacken kommt und dich weghackt oder wegbug-used. Es ist schon total nervig und ja. Lässt kurz erklären, warum es so lange keine Folge mehr gab. Jetzt habe ich aber ehrlich gesagt auch wieder richtig Bock auf Daisy. Es ist ein geiles Game, ja. Es macht richtig Spaß. Sowas hat es vorher halt auch noch nicht gegeben, so mit den ganzen Charakteren und so. Kriege ich die Machete doch da rein. Genau. Nehmen wir die Pickaxe mit. Die können wir gebrauchen. Und keine Frage. Aber ja, dass die... Ah, ist die Entwickler da einfach nicht hinten dran sind. Was ist denn das hier? Oh, eine Schiebermütze, die nehme ich. So. Dass die Entwickler halt einfach nicht hinten dran sind und dagegen was tun. Es nervt so ein bisschen und... Klar, es ist noch eine Alpha, man kann... aber... Eine Alpha, die so den Spielspaß beeinflusst, wenn man weiß, es gibt solche Bugs, es gibt jetzt hier in der 061 auch wieder... eine Menge Bugs. Ich glaube, spawnt gar keine Autos mehr oder so. Also ich zumindest habe jetzt schon ewig keins mehr gesehen seit dem neuen Patch. Noch gar nicht. Aber das ist ja dann auch, das ist ja auch nicht so schlimm dann. Wenn es halt so ist. Es tut ja mich persönlich dann nicht beeinflussen in meinem Spielverhalten. Moni nehme ich natürlich mit. Aber wenn dann halt wirklich einer kommt, der meint, er müsste dich weghacken und weg,
und wegklitschen. Das ist einfach nur noch dumm, es ist einfach nur nervig. Und irgendwann hat man dann auch keinen Bock mehr. So. Und es soll ja auch Spaß machen, es soll ja auch mir Spaß machen. Es soll euch Spaß machen, mir zuzuschauen. Und wenn ich keinen Spaß habe, dann habt ihr auch keinen Spaß. So, ihr hättet viel Spaß, wenn ich dann komplett am Ragen wäre, aber ich bin halt auch nicht so wie andere YouTuber, die das für extra machen, sag ich mal, oder mit Absicht machen. Einfach rumschreien und andere Leute beleidigen. Was war denn da drin gelegen? Oh, eine Pfanne. Frage ich mich sowieso, wieso manche von denen so viele Abonnenten haben. Auf dem Server scheint es echt nichts mehr zu geben. Wir haben echt Pech. Was ist denn eigentlich unser Plan? Oh, eine Facemask. Und hier, das ist halt auch ein Bug. Von der Ansicht, man hat kein Gesicht mehr. Wir sind der gesichtslose Reiter. Was ist denn der Plan? Wir werden hier von Berenzino, wir sind gerade gut gespawnt, Glück haben, versuchen uns hoch nach Tisi durchzuschlagen, zur Military Base. Da müssen wir einige Städte zwar laufen und durch den Wald ein bisschen manchmal. Wald ein bisschen manchmal, komische Aussage. Müssen wir auch ein bisschen durch den Wald. Und wenn wir Pech haben, werden wir von Wölfen gefressen. Es gibt jetzt Wölfe seit der 061. Ohne Firefighting-Axt. Das ist ja natürlich supi. Es ist optimal. Die brauchen wir auf jeden Fall. Und dann macht das hier weg. Wenn es regnet. Man stirbt jetzt mittlerweile so schnell an Hypothermia. Oh, ein Powdermilk. Essen. Nice. Zum Trinken können wir ja. Moment, kann man ja an den Brunnen gehen. Das ist ja kein. Ist das immer noch verbuggt? Dass man nur mit der Axt in der Hand hoch. Ey. So. Und dafür brauchen wir halt die Feuerwehrkleider. Die halten echt warm, auch wenn es regnet. Dann wird man auf keinen Fall Hypothermia. So. Wo ist hier so ein bekloppter Zombie? Da ist er. Stirb! Gib mir deine Jacke, die ist schön. Schlaf gut. Hier können wir was trinken. Und Sledgehammer. So. Oh fuck. Jetzt habe ich zu oft gedrückt. Jetzt müssen wir uns übergeben. Nein! Nein! Hat er uns gesehen, der Kack zu mir? Jetzt müssen wir uns. Jetzt kotzen wir hier. So viel getrunken gestern Nacht. Die Party war so schlecht, dass ich mich besoffen hab. Komm, dann ballern wir uns eben hier mal das Powdermilk rein. Müssen nur gucken, dass hier keine Zombies kommen. Okay, der lade ich das Wasser. Er geht duschen. Genau, Junge, geh duschen, du stinkst. Keiner will da in deiner Nähe sein. Er hat keine Zombie-Freunde. So, ein bisschen Hydraten hier. Gelbes Duffet reicht eigentlich. Komm. Na. Hallo. Okay. Na. Na los. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ich den kompletten Weg nach Tisi im Let's Play laufen soll. Oder. Oh, hier wollte ich ja rein. Oder ob ich das halt auch offscreen. Alter, wo kommt denn der her? Alter. Die Zombies sind echt krass geworden. Die sind so schnell, die rennen die auch in. What? Bist du ein Ninja oder was? Die rennen dir in drei Städte hinterher. Also durch drei Städte. Es soll ja auch jetzt. Oh, Bandage und genau was wir brauchen. Dankeschön. Es soll ja auch Zombie-Horden so geben, aber habe ich noch keine gesehen. So. Und wie gesagt, ihr könnt ja mal schreiben, ob ich das nach Tisi auch ein paar Städte auflaufen soll. Offscreen oder alles im Let's Play. Weil es dauert schon ewig, also von Berenzin ungefähr durch die Städte eine Stunde. Ungefähr. Es lohnt sich dann halt natürlich, aber weil es da den besten Loot gibt, es gibt ja jetzt auch 40er Rucksäcke, wo 40 Sachen reinpacken. Nice, Saline Bags, die nehme ich alle mit. Noch ein Saline Bag. 4 Saline Bags. Das ist nice. Saline Bags sind so das Wichtigste, wenn man PvP machen will. Die brauchen
brauchen wir nicht. Was ist denn das? Ein Heatpack, das ist natürlich auch gut. Noch Bandagen. Okay, wir haben fast keinen Platz mehr. Wir bräuchten mal einen größeren Rucksack. Sanitenbags sind so das Wichtigste im ganzen Spiel. Schade, dass man die sich nicht selbst geben kann, aber wenn man jetzt halt mit einem Kollegen oder so zockt und der ist unconscious, dann kann man ihm ein Sanitenbag reindrücken zwischen die Pobacken und dann wacht er wieder auf. So. Die haben ja schon mehr als einmal das Leben gerettet. Hier gibt es nichts, ne? Wir müssen hier halt natürlich noch ein bisschen durchlooten. Ach ja, kommt schon wieder so ein Kollege angerannt, oder? Die können auch voll weit, voll hoch über die Zäune springen. Das ist total unrealistisch, der hat nichts dabei. Ja, die haben jetzt Loot dabei, habt ihr eben gesehen. Das ist aber manchmal nur. Nicht sehr oft, aber auch geht schon. Noch ein schöner Weihnachtsbaum. Weihnachten ist aber rum. So, ob es da noch was drin gibt? Ich weiß nicht, ich geh mal gucken. Hier gab es früher massig Loot. Noch zu den Anfangszeiten von DayZ. Hier gibt es gar nichts mehr. Da hat man meistens immer eine Wumme gefunden. Es war ja aber auch ein bisschen unrealistisch, was bis das nochmal in der Schule eine Wumme finden. So, komm mal hier vorbei. Ja, hier kommen wir mal. Dann loot mal die Häuser noch mit, dann würde ich sagen, dann machen wir uns mal auf den Weg. Na, haben wir hier schon? Hier waren wir doch schon, oder? Och ja. Was willst du denn? Mein Fleisch schmeckt, ne? So. Jetzt mal bitte wegschauen. Ich mache jetzt... Ne, den brauche ich, ne? So, hier haben wir jetzt schon alles gelootet. Dann machen wir uns mal auf den Weg. Das dauert jetzt halt auch, da müssen wir halt auch jetzt eine Ewigkeit laufen. So, was liegt denn da? Liegt da eine Waffe drin? Oh, eine Trumpet mit einem Long Range Scope. Komm, die nehme ich mal mit. So, und das sieht man halt da, die Waffen sind halt manchmal verpackt. Was ist das? 45er FNX Money. Kann jetzt mal eine FNX finden, ein Cheesy. So, ein Leder Saving Kit brauchen wir. Oder können wir gebrauchen später mal. Um unsere Westen und Rucksäcke zu nähen und so weiter. Was liegt denn da? Oh, eine offene Dose. Hoffentlich ist nicht vergammelt. Eine Trumpet mit dem damaged Hunting Scope. Boah, ich habe schon ewig keinen Long Range Scope mehr gehabt. So. Hier ist auch noch eine Pepsi. Komm, die trinken wir auch gleich mal. Ich will das nicht nehmen. Hallo. Ich will die Pepsi trinken, so. Oh, sieht halt ein bisschen schwul aus mit der pinken... hier mit der pinken Face Mask, aber... Was soll's. So, und dann mal ab in die nächste. Boah, ich weiß gar nicht mal, wie die heißt. Das ist auf jeden Fall eine große Stadt. Die ist fast so groß wie Berenzino, glaube ich. Gibt es da eine Police Station? Oh, da stimmt, da drüben gibt es ja eine Menge Garagen. Vielleicht finden wir da noch einen größeren Rucksack. Wenn wir Glück haben, einen Hounding Backpack. So, was gibt's denn hier? 1911. Okay, dann nehme ich das hier. Dann können wir das wegschmeißen. Wir haben ja zwei Rollenbandagen. So. Looten zum Überleben. Das muss halt auch sein. Eine Mütze, ein Schraubenzieher. Komm, zieh ich die auf. Die irgendwie. Ey! Nicht die hier. Danke. Mit Schraubenzieher kann man auch Dosen aufmachen, wenn man keinen Can-Opener hat. Oder keine Axt oder sowas. Bei einer Axt geht halt mehr verloren als beim Schraubenzieher. Und beim Schraubenzieher halt mehr als beim Can-Opener, ist ja völlig klar. Noch ein Schulrucksack. Wir haben kein Glück. Finden nur Schulrucksäcke. Ich war schon in der Schule. Was ist das? Eine komische Bummelmütze.
Noch ein Long Range Anzahl. Ah, da haben wir ja einen Can Opener, genau. Können wir unsere Dosen aufmachen? Warum finde ich hier keinen großen Rucksack? Ah, da ist doch einer. Hier, der hat 12 und der hat 20. Immerhin 8 Plätze mehr. Umso mehr können wir natürlich mitnehmen. So, ich weiß aber gar nicht mal, welche Muni in die Trumpet überhaupt geht. Boah. Ging da Schrotflinten-Muni rein? Ich muss mal kurz gucken. Was? Die Sub-Emble Trumpet. Okay. Heißt auch, was passiert denn dann? Oh nein! Hä? Ah, man kann die auseinanderbauen. Aha. Empty. Okay, geladen ist er nicht. Gehen die da rein? Ist da jetzt was drin? Ah, die hier gehen rein. Okay. Nice. Kugelschreiber brauchen, ne? Das ist ja natürlich geil. Dann haben wir jetzt hier eine Waffe mit Muni. Können wir hier so rantun? Hört sich zwar ein bisschen komisch an jetzt, aber ich hoffe jetzt war hier kein Spieler in der Nähe, der jetzt Jagd auf uns macht. Naja, wenn nicht, schießen wir ihn einfach weg. Wenn wir eine fette Trumpet. So. Gut zu wissen, das habe ich vorher nicht gewusst. So, und dann mal ab in die nächste Stadt. Das ist jetzt halt ein bisschen Lauferei, aber das gehört nun mal in DayZ dazu. Vor allem jetzt, wo es keine Autos mehr gibt. Ich trinke mal kurz einen Schluck Kaffee. Mein großes Ziel ist es ja von Berenzino bis hoch nach Tisi. Und dann von Tisi runter übers Airfield, übers nordwestliche Airfield, übers große, runter bis nach Balota. Und von Balota dann nach Cerno und dann da vielleicht PvP machen oder so. Mal gucken. Wenn wir so lange natürlich überleben. Es kann halt immer sein, dass irgendwo gerade einer ist, wo du nicht mit rechnest. Auf dem Schiff gibt es eh nichts mehr, da brauchen wir eigentlich nicht gucken. Da habe ich letztes Mal auch geguckt und... Das Problem ist halt, die haben... Ich würde ja ans Airfield laufen. Erstens mal von Ibobka den Weg zu laufen, da gibt es ja 12. Also den Weg, den ich immer laufe, über die... Was sind das... Elektromaste und dann durch den Wald. Da gibt es 12 und die kommen immer zu 6, zu 7, manchmal sogar zu 8. Du hast keine Chance. Und dann haben sie auch die Zelte am Airfield verkleinert. Also da gibt es kaum noch was. Gibt es vielleicht 5, 6, 7 Zelte und das lohnt sich überhaupt nicht mehr. Wo geht es denn dahin? Keine Ahnung. Es lohnt sich überhaupt nicht mal dahin zu gehen. TCE gibt boah, doppelt so viele Zelte und ist halt auch doppelt so groß. Nee, es ist fast so groß wie es Airfield, aber da gibt es halt mal kurz überlegen. 1, 3 normale Baracken, eine große und eine neue, die man jetzt mitlooten kann. Und es ist schon ein Unterschied. Gibt es auf dem Airfield? Ja. 2 normale und 2 von den anderen und eine neue. Und das war's dann. Oder 2 neue, keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es da eine Menge mehr Loot und da habe ich auch noch nie einen 40er Rucksack gefunden, wenn ich ehrlich bin. Seit dem Patch war jetzt schon ein paar Mal da. Offline halt natürlich und weil manchmal fuckt es halt einfach ab. Du willst PvP machen, in den Städten geht nichts ab. Und dann wirst du weggeglitscht in den Städten am Cerno, vor allem halt waren da Wölfe. Vor allem halt in Cerno, weil das Wasser in der Nähe ist.
durch den Bug, es hat schon abgenervt und es geht einfach so, man geht, ich erkläre es kurz, man geht ins Wasser oder ich weiß nicht, ob es noch geht, man geht ins Wasser, drückt dann G die ganze Zeit mit einer Bandage in der Hand, bis er schwimmt und dann geht man einfach aus dem Wasser. Und sobald du draußen bist, schwimmst du dann. In deiner Perspektive läufst du dann einfach ganz normal, so wie wir jetzt hier. Aber in Wahrheit schwimmst du einfach unter der Map und am Boden. Und das ist halt so OP, da kannst du einen halt gar nicht killen. Und das ist halt total nervig. Und das hat auch nichts in DayZ zu suchen, meiner Meinung nach. Ich finde, so jemand sollte auch direkt einen permanenten Bann für immer bekommen von allen Servern. Ob public oder private. Aber es ist halt nur meine Meinung und ich meine, es macht einfach keinen Spaß. Wenn man sich dazu entschließt, ich mache PvP oder sonst irgendwas, da muss man ja natürlich auch Equip looten. Man will ja auch überleben und ein paar Leute töten, um denen das Equip halt wegzunehmen. Und dann lootest du 2-3 Stunden auf dem großen Airfield oder in TC zum Beispiel, bis du voll equipped bist, läufst den Weg zurück, wenn es keine Autos gibt, wo du auch nochmal 1 bis 1,5 Stunden unterwegs bist und dann kommt irgend so ein Spasti und killt dich einfach, weil er irgendwelche Bugs benutzen muss. Das fuckt schon mega ab. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht. Ganz ehrlich, ich habe darauf keinen Bock gehabt mehr und es hat mich einfach nur noch abgenervt. Klar, es gab damals halt die Möglichkeit, sein Equip zu dupen, zu duplizieren, aber wenn wir mal ehrlich sind, das hätte ich nur fürs letzte Play gemacht. Sonst bin ich auch immer einfach ans Airfield gelaufen, habe mich voll gelootet und dann runter über Balota nach Tschern und da PvP gemacht. Aber ja, ist nie von gestern. So, jetzt müssten wir eigentlich gleich da sein, ne? Okay, Stuffets immer noch created. Ja, eine Dose Essen, das reicht auf keinen Fall bis nach TC. Wir müssen vorher noch looten gehen. Aber wenigstens haben wir jetzt schon mal eine Schwamm mit Muni. Ja, und wie gesagt, das hat mich total abgenervt. Was ich persönlich jetzt halt auch wieder, es ist wie irgendwie schon wie eine Sucht, Daisy. Ich habe jetzt fast 1500 Daisy-Stunden, seitdem ich es mir gekauft habe. Und es macht Spaß. Es ist eins der besten Games, was ich bis jetzt gespielt habe. Einfach, sowas gibt es einfach nicht. Wenn man sich The Forest anguckt oder Rust oder Ark oder Stranded Deep. Allein die ganze Welt, die Welt von DayZ, die ist mega groß. Du kannst jedes Haus looten, du kannst hier die Animation, wie du isst, wie du trinkst. Es ist halt echt realistisch schon gemacht und ich verstehe halt auch die Entwickler, dass darin sehr, sehr viel Arbeit steckt. Aber wenn man mal ganz ehrlich ist, wie oft wurde DayZ verkauft und DayZ hatte am Anfang, als ich es mir gekauft habe, so einen Hype. Das hat du hast in jeder Stadt mindestens 3-4 Spieler getroffen. Und das ist dann mit der Zeit immer weiter zurückgegangen. Weil entweder haben die Entwickler Scheiße eingefügt oder sie haben neue Bugs eingebaut oder das oder so. Und jetzt mit den Wölfen, ich finde die Wölfe auch mega OP. Mit 2-3 Hits bist du tot. Die dich ein bisschen 2-3 Drama beißen und du bist tot. Letztes Mal habe ich eine Breastvest gefunden, da haben sie 4 oder 5 Mal gemacht oder 6 Mal. Aber du hast keine Chance, du kannst denen nicht entkommen. Und vor allem halt auch, was mir jetzt und dem Koska passiert ist, du lockst dich irgendwo raus in der Baracke oder so, weil du nicht gegen die Wölfe fighten willst. Erstens mal, wenn du keine Muni hast. Und zweitens mal mitten in der auf der TC Millibase können auch Wölfe kommen. Und du willst ja auch nicht unbedingt da rumballern. Muss ja nicht jeder wissen, wo du bist. Und dann lockst du dich irgendwo in der Baracke aus und lockst dich auf 90er ein. Und dann bist du tot. Weil die Wölfe sich irgendwie, wie viele Barrels es hier gibt,
Weil die Wölfe es irgendwie geschafft haben, sich durch die Wand zu backen und dich zu töten. Also das ist auch noch sowas, wo man Hand anlegen muss. Aber mal gucken, was beim nächsten Patch kommt. Vor allem, wann der nächste Patch kommt. So, noch eine Cola, die nehmen wir mit. Ja. Und Police Car. Nice, es gibt da was Schönes für uns. Hier gibt es noch nichts. Und ohne MP5, das ist natürlich supi. Wollen wir die MP5 mitnehmen? Komm her, wir nehmen die MP5 mit. Davon gibt es genug auf, genug Max auf der TZ Millibase. Wenn wir Glück haben, auch irgendwo in der Police Station. So. Was ist das? Oh, eine 1911er. Oh, da haben wir sogar einen Mac dafür. Das ist dieselbe Money. Nice. Das ist natürlich schön. So. Einmal nachladen, bitte. Da rein. Dankeschön. So. Jetzt haben wir wenigstens eine Pistole mit Money. So, wenn uns einer dumm kommt, schießt man über den Weg. So, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschö mit Ö.